flacher Ball, leicht abgefangen. Das ist ein langer Ball. Da ist das frühe Tor, viel besser kann man ein Spiel nicht eröffnen. Jetzt müssen sie trotzdem die Konzentration umbauen. Sie haben ihn richtig gehend zu diesem Tor eingeladen. Jo, da passte am Ende alles. Der Pass kam an und er macht aus dieser Situation, wie man es mit ihm gewohnt ist, sein Tor. Das Ding hat er gewartet. Gefährlich. Der Ball eiskalt verwandelt. Damit haben sie wieder Augenhöhe. Also pari pari, alles wieder auf Null gestellt. Ich bin gespannt, wie diese beiden Mannschaften jetzt mit dieser neuen Situation umgehen. Dieser Treffer zeigt wieder einmal, was in dieser Mannschaft steckt. Das ist Spielverständnis, das ist Kombinationsfreude, das ist ein sensationell herausgespieltes Tor. Spielt und weg ist die Kugel. Der Ball spielt hier keine Rolle, deshalb Freistoß. Nicht von schlechten Eltern. Das sieht vielversprechend aus. Spektakulärer Fallrückzieher. Unglaublich. Wahnsinn. Ein herrlicher Treffer. War es das für Sie? Junge, Junge, Junge. So macht's Spaß. Der wird gefährlich. Im Moment führen sie und wenn sie jetzt ruhig bleiben, wenn sie sich jetzt nicht verrückt machen lassen, dann schaukeln sie das Ding auch nach Hause. Jetzt hat er Platz, was macht er? Herrlich anzusehen. Er versucht's. Total verzogen. Frei vor dem Tor, Eier vor dem Tor, am allerfreiesten vor dem Tor und er macht das Ding nicht rein. Das ist einfach nur schlecht. Er schlägt ihn ein. Immer wieder das alte Lied, sie schicken den Ball auf die Reise, aber sie finden keinen Abnehmer. Es sieht gut aus. Das ist eine gute Chance. Und weg mit der Murmel, Gefahr vorbei. Und er bringt ihn rein. Und damit bleibt es kribbelig. De Jong. Gute Chance.
Der Ball kommt flach herein. Das könnte was werden. Und er haut ihn hinten raus. So, das war's. Das Spiel ist aus. Und wieder hat man 3 Punkte verschenkt. Enttäuscht mich besonders die Art und Weise, wie man dieses Spiel verloren hat. Das war 90 Minuten lang richtig gute Fußballunterhaltung mit